Du suchst den ultimativen Guide für Präsentationen im Assessment Center der Polizei? Dann bist du hier genau richtig, denn wir erklären dir, was es für Präsentationen gibt, wie sie ablaufen und mit welchen Schlüsselstrategien du sicher und erfolgreich bestehen wirst. Die Polizei prüft im Einstellungsverfahren wichtige Soft Skills und Fähigkeiten ihrer Bewerber ab, die im Polizeialltag jederzeit abrufbar bereit sein müssen. In diesem Verfahren namens Assessment Center werden die Fähigkeiten der Bewerber getestet und festgestellt, was laut Definition Ziel des Assessment Centers ist, denn to assess bedeutet im Englischen eine Sache oder Person bewerten und etwas feststellen. Insgesamt werden bei den Übungen zum einen Durchsetzungsvermögen, Konfliktbereitschaft, Deeskalationsvermögen und Belastbarkeit geprüft. Zum Zweiten sind auch Skills wie Verhandlungsgeschick sowie psychologisches Einfühlungsvermögen und soziale Kompetenz für die Bewerber nötig. Daher sind diese Assessment Center letztendlich ein strukturiertes Auswahl- und Bewertungsverfahren, in dem durch Einzel- oder Gruppenaufgaben Fähigkeiten und Eigenschaften geprüft werden, die für die jeweilige Stelle entscheidend sind. Eine dieser Aufgaben lautet Präsentation und diese stellen wir dir nun vor. Die Präsentation ist eine der Aufgaben, die am häufigsten im Assessment Center der Polizei vorkommt. Bei der Präsentation steht deine Fähigkeit im Vordergrund, ein bestimmtes Thema überzeugend und interessant zu vermitteln. Es ist zudem sehr wichtig, dass bei deinen Ausführungen ein roter Faden erkennbar ist. Genau dieser rote Faden wird nämlich dann auch von den Prüfern bewertet, daher beachte die zwingend notwendige Grundstruktur einer Präsentation, die wir dir später im Verlauf des Videos noch erklären werden. Denke auch immer daran, deutlich zu sprechen und versuche ein angemessenes Lächeln zu bewahren, um eine freundliche und selbstbewusste Atmosphäre zu schaffen. Übrigens ist es durchaus in Ordnung, wenn du eine mögliche Nervosität offen ansprichst, denn dadurch demonstrierst du Menschlichkeit und Souveränität zugleich, dass du auch mit kleinen Unsicherheiten umgehen kannst. Bitte versuche auf keinen Fall krampfhaft, deine Nervosität zu verbergen, denn darunter leidet dann mit Sicherheit die Überzeugungskraft deiner Präsentation. Bevor überhaupt die Präsentation beginnt, musst du diese natürlich erst einmal vorbereiten. In dieser Vorbereitungszeit, die von Präsentation zu Präsentation variiert, ist es zunächst wichtig, welche Medien dir während der Präsentation überhaupt zur Verfügung stehen. Du kannst nämlich eine deutlich breitere Palette an Visualisierungen anbieten, wenn du zum Beispiel einen Beamer hast, ein Whiteboard oder ähnliches benutzen kannst. Da die Struktur der ganzen Präsentation so wichtig ist, sollten auf einem Whiteboard alle wichtigen Punkte für die Zuhörer strukturiert aufgelistet sein. Außerdem empfehlen wir dir dringend, dass du mit Karteikarten arbeitest. Denn auf diesen Karteikarten notierst du dir zusätzlich zum Whiteboard, aber nur in Stichworten, die Punkte, die für deine Präsentation besonders wichtig sind. Schreibe bitte auf keinen Fall ganze Sätze für dich auf, denn sonst neigst du dazu, diese vorzulesen. Stichworte lassen sich hingegen freier sprechen und dadurch wirkt das Ganze deutlich souveräner. Nutze nun weiter die Vorbereitungszeit, um deine Präsentation zu erstellen, die immer, wirklich immer aus Einleitung, Hauptteil und Schluss bestehen sollte. Beginne deine Präsentation mit einer Einleitung, die die Neugier deiner Zuschauer erweckt. Wenn deine Präsentation einen Medieneinsatz zulässt, verwende dazu eine Titelfolie und auch nur ein Bild, das mit dem Thema deiner Präsentation verbunden ist. Auch wenn das Thema bereits durch Folie und Bild erkennbar ist, erwähne es explizit am Anfang deines Vortrags, denn so weiß jeder, worum es geht. Stelle anschließend die Gliederung deiner Präsentation vor und erläutere kurz die Punkte, über die du sprechen wirst. Dies ermöglicht es deinen Zuhörern, dir besser folgen zu können, wenn sie bereits wissen, was sie erwartet. Der Hauptteil deiner Präsentation bildet den größten Teil und beansprucht deshalb auch am meisten Zeit. Hier deckst du verschiedene Aspekte deines Themas ab und vermittelst alle recherchierten Informationen an deine Zuhörer. Es ist wichtig, dass du vom Allgemeinen zum Speziellen gehst. Das bedeutet für dich, dass du mit den grundlegenden Informationen zu deinem Thema beginnst und erläuterst die wichtigen Begriffe und gehst dann auf die einzelnen Unterpunkte ein. Um die Aufmerksamkeit deiner Zuhörer aufrechtzuerhalten, solltest du während des Vortrags regelmäßig Folien, Bilder und auch Grafiken einsetzen. Diese sollten nicht nur im Hintergrund laufen, sondern aktiv erklärt werden, wobei du die Abbildungen in deinen Vortrag integrierst. Mit dem Schluss rundest du deine Präsentation ab und hier bieten sich verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung an. In der Regel fasst du noch einmal kurz die wichtigsten Punkte zusammen und ziehst dann ein Fazit. Nachdem du deine Präsentation abgeschlossen hast, ist es sehr wichtig, nicht sofort von der Bühne zu stürmen.
Biete stattdessen an dieser Stelle Rückfragen an, denn auch das gibt extra Punkte auf der Souveränitätsskala. Im Assessment Center der Polizei gibt es verschiedenste Formen der Präsentation. Eine der wichtigsten ist hierbei der Kurzvortrag. Das Wort kurz gewinnt schon in der Vorbereitungszeit an Bedeutung, denn du hast nur etwa 10 bis 15 Minuten Zeit, um dich vorzubereiten. Dies hat ganz einfach den Hintergrund, dass man sehen möchte, dass du auch unter Stress dich schnell in ein Thema einarbeiten kannst und dieses auch präsentieren kannst. Es geht also damit los, dass du dir ein Thema von mehreren aussuchen kannst oder dir wird ein explizites Thema vorgegeben. Hier ist es in der Regel ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft oder Zeitgeschehen, welches zu bearbeiten ist. Dabei ist ein gutes Vorgehen, wenn du Vergleiche anstellst. Erarbeite also mehrere Blickwinkel und stelle diese dann wiederum durch Pro und Contra dar. Wir empfehlen dir auch hier, dass du klar strukturiert vorgehst. Beginne zunächst mit einer Einleitung, lass dieser dann im Hauptteil die weiteren Blickwinkel folgen, also Blickwinkel 1, Pro 1, Contra 1, dann Blickwinkel 2, Pro 2, Contra 2 und so weiter und wichtig, am Ende auch ein Fazit ziehen. Als nicht minder wichtige Präsentation im Assessment Center der Polizei gilt die sogenannte Ergebnispräsentation. Unter einer Ergebnispräsentation versteht man, meist im Rahmen einer Gruppendiskussion, dass einer der Gruppenteilnehmer nach der Diskussion das gemeinsam erarbeitete Ergebnis präsentiert. Dies könnte beispielsweise die Untersuchung eines fiktiven Kriminalfalls, die Ausarbeitung einer Strategie zur Bekämpfung von Verbrechen oder die Bewertung einer spezifischen Situation umfassen. Und auch wenn nur einer der Bewerber das Ergebnis präsentiert, so sind alle Bewerber für das Ergebnis verantwortlich und für anschließende Rückfragen zuständig. Diese Aufgabe zielt insbesondere darauf ab, die Fähigkeit der Bewerber und Kandidaten in den Bereichen Analyse, Problemlösung und Kommunikation zu bewerten, welche für den polizeilichen Alltag extrem wichtig sind. Um die Nervosität vor dem Assessment Center der Polizei zu minimieren, solltest du dich bereits im Vorfeld schon einmal mit dem System Präsentation auseinandersetzen und dich intensiv darauf vorbereiten. Hierfür nutzt du am besten die Hilfe von Familienmitgliedern oder Freunden, denn mit diesem kannst du eine oder andere Präsentationen sehr einfach durchspielen. Das Training unter realen Bedingungen hilft dir, am Ende auch gelassener in dein Assessment Center zu gehen. Du siehst also, mit der richtigen Vorbereitung für das Assessment Center überzeugst du die Personalverantwortlichen und punktest im Einstellungsauswahlverfahren. Wie du dich aber noch besser vorbereiten kannst, das zeigen wir dir jetzt. Ein passender Online-Trainer für die Übungen im Assessment Center der Polizei ist der Polizei-Einstellungstest-Online-Test-Trainer von Blakos. Erhalte ausführliche Informationen zu alle relevanten Felder im Polizei-Einstellungstest, teste dein Wissen anhand zahlreicher interaktiver Test- und Übungsaufgaben und bereite dich mit Videokursen, Erfahrungsberichten und Skripten optimal vor. Außerdem erhältst du zusätzlich die passende Lern-App, das heißt für dich flexibel lernen, wann und wo du möchtest. Schau dir also unbedingt den Polizeieinstellungstest Online-Testtrainer von Blakos an und mach dich fit für alle relevanten Testbereiche des Assessment Centers, ob Präsentation, Rollenspiel, Gruppendiskussion und viele mehr. Dies war ein Einblick in das Thema Präsentationen im Assessment Center der Polizei, die dich im Rahmen deines Bewerbungsprozesses erwarten könnten. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreibe deine Fragen in die Kommentare. Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Üben und viel Erfolg in deinem Assessment Center, dein Blakos-Team.